Hallo ihr Bastelnerds, willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft, er hoppelt. Ich begrüße euch zum 4. Advent. Es ist unfassbar, wie schnell das jetzt wieder rumging. Und wir fangen direkt an, weil wir haben ja heute ein bisschen mehr wieder auszupacken. Oh, habe ich das vergessen? Moment, hier. Kerzchen habe ich dran gedacht, ne? Tada! Dichterkette, ne? So, also. Wo haben wir den 4. da oben? Ja, wir fangen heute mal mit Kreativgehege an, weil es ein bisschen platzsparender dann für mich ist. So, das ist die 18. Ich bin im Übrigen total begeistert, dass bei mir echt gar nichts verrutscht scheinbar ist. wie süß. Also, wir haben so, ein für dich. Und das ist ein Mini-Küchlein auf einer sehr großen Glocke. Also auf einer großen Tortenplatte mit großer Glocke. Voll süß. Also den finde ich echt total niedlich. Okay. Dann machen wir weiter mit Typefaces. Tag 15. Wieder sind wir schon rum. 18. Ja. Wird das wieder knistern? Ist das nicht schön? Meine Kinder schlafen noch. Deswegen ist es gerade so friedlich. Weil es mitten in der Nacht ist, ja? Ansonsten schaffe ich das nämlich heute sonst nicht. Gut, oh, guck mal. Die Carlotta Söhner kommt aus Würzburg. Ihre Lieblingsweihnachtsfilme, Liebe braucht keine Ferien. Ich glaube, den kenne ich überhaupt nicht. Holiday. The Christmas Chronicles kenne ich tatsächlich. Liebe finde ich überhaupt nicht so dolle. Kevin allein zu Hause ist halt so ein Klassiker, ne? So, und sieht sehr aquarellig hier aus. Mal schauen, was rauskommt. Oh, das sieht auch schön aus. Also, was machen wir hier? Effektvolles Lettering, so gelingt dir das perfekte Blending. Ja, das ist doch sehr schön. Hot Chocolate is like a warm hug from the inside. Ja, das stimmt. Oh, Christmas Tree, my skinny jeans are history. Ja, super lustig. Dann kriege ich den bitte vielleicht als Stempel. Ach, der ist ja süß. Okay, ja, und man sieht es dann hier, wie sie dann halt Sachen verblendet. Süße Idee. Sie macht das mit Aquarell, genau. Wassertankpinsel, vermalbare Stifte. Ja, sie nehmen Brush Pens. Müssen aber auch nicht nur Brush Pens sein. Ja, sehr cool. Also das gefällt mir sehr gut. Vor allem der Spruch hier. Und aber auch das ganze Layout, das sieht so mega cool aus hier mit den Zuckerstangen. Also Wahnsinn. Oh. Frau hat's drauf. So, machen wir weiter mit. Machen wir mit meinen Mädels mal weiter oder machen wir nie? Wir machen hier erstmal mit Kurike weiter. Und das ist wieder ein Stempelchen. Oh, Moment mal, hier ist was durcheinander geraten. Das kann ich so nicht lassen. So, also wir haben. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Ein wahrer Spruch. Und ja, jetzt in meinem Besitz. Ja, ich überlege schon, wie ich da eventuell was verbinden könnte. Ihr merkt schon, ne? Mein Hirn rattert schon auf Hochtouren, nur für euch. Ja, ne, eigentlich ja für mich, weil ich habe mir ja diese Challenge gegeben, ne? Du bist der Hammer. Ja, sehr cool. Kann man auf jeden Fall auch immer mal. Also, sowas habe ich auch noch gar nicht. Also, das ist ganz cool. Jo, dann. Nö. Ja. Wird aber gerade nicht sehr viel leichter. Aber ich habe ja zum Glück noch meine Bonus-Specials. Heute fangen wir an mit. Haben wir das letzte Mal? Ich weiß es nicht. Ist egal. Wir machen jetzt trotzdem Nina erstmal. Also, das ist von der Lina, ist es nicht wieder herzig. Und die hier, die sind so süß. So einfach nur. Ja, ich denke sofort irgendwie wieder an Shrek. Ja, so von denen. Nein, nicht meine. Meine Schokotrops. Ja, nee, meine Zuckertrops. Also, egal. Auf jeden Fall muss ich da jetzt eben gerade dran denken. Aber das Lebkuchenmännchen ist so süß. So, einen Tee gibt es. Diesmal türkischen Apfel trinke ich tatsächlich auch gerne. Weil, weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht. Das ist ein blöder Grund. Also ich trinke eigentlich generell gerne Tee. Womit man bei mir nicht zukommen kann, ist Rooibos. Aber das ist er ja auch nicht, ne? Ja, ich mag das Papier und die Farben. Schöne Kombination, ne?
So, dann. Komm, hol dir die mal todesmutig und guck mal hier, wenn ich das so aufreiße, sieht das sogar fast noch weniger schlimm aus, wie wenn ich das vorsichtig versuche aufzuschneiden. Das ist doch verrückt. Okay, schauen wir mal. Ich bin ein bisschen nervös. So, Süßigkeiten, Süßigkeiten. So, Moment. Einmal zur Seite legen. Also, es gibt Star-Mix. Okay, die kenne ich noch gar nicht, aber es sind leckere Sachen drin. Dann kann man auf jeden Fall naschen, naschi, naschi. Warte mal, naschen, legen wir hier hin. Knusperflex-Fritter Sport, noch mehr naschi. Das hier sieht aus wie ein... Also ein Ghetto-Plaster-Radiergummi, total cool. Ich meine, ich bin ja noch mit sowas groß geworden. Ne? Ja, da ist man so cool auf der Schulter mit so einem Ding da rumgelatscht. Ich, ganz ehrlich, mir manchmal echt ein bisschen peinlich. Aber ich glaube, das hat jede Generation. Oh Gott, ach, ist der süß. Guck mal, da haben wir doch hier so einen süßen kleines Nilpferd im Tütü. Das ist doch süß, oder? Oh, ja, auf den freue ich mich jetzt auch schon. Oh, das, Dankeschön. Ah, okay, cooles Set. Und ich habe schon... Nina, bitte hau mich nicht. Ach, Nina, ich habe es aber auch echt schwer gemacht. Wieso habe ich auch schon so viel, ne? Ja, aber das hatte ich mich einfach mit dem... ich liebe diesen Schlaufuchs. Wie ihr euch vielleicht erinnert, habe ich ja selber auch einen Fuchsi gemacht für Ulrike. Ich liebe es einfach, so ein Fuchs und dann halt so eine Brille und so weiter. Und ich weiß gar nicht mehr, von wem das... Ja, genau, von Oma Plott. Ich mag einfach auch von Oma Plott die Sachen. Ich finde die total süß. Und halt auch dieser Spruch, ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser. Es ist einfach so, so cool. Ja, aber das macht ja nichts. Findet sich auf jeden Fall auch irgendjemand, der sich noch mit drüber freuen kann. Aber bitte nicht schimpfen. Ich hätte mich auf jeden Fall aber, oder ich habe mich richtig gefreut, weil du schätzt mich ja richtig ein. Genau das da mag ich total. Und das habe ich nicht und ich finde ihn cool. Ja, das ist ein Embossing-Folder. Genau, wir drehen einfach mal um. Mit diversen Zahlen in verschiedenen Größen. Finde ich auch mega cool. Ich habe zwar jetzt noch keinen Plan, wie ich das jetzt hier irgendwie miteinander verbinden könnte, aber mal schauen wir mal, ne? Mal auch gucken noch, was unsere liebe Mili mir noch geschenkt hat. Okay, das könnte schon mal Papier sein. Oh, das Papier, apropos Papier, ne? Das ist so süß. Genug gewartet, mach mich auf. Okay, mache ich. Meine Güte, was hast du denn hier gemacht? Oh, komm, das ist jetzt gemein. Du hast ja jetzt... Seht ihr das? Die hat ja alles hier vollgeklebt, die freche Maus. Das macht sie nur, um mich zu ärgern. Ja, so damit ich mich hier so blamiere. Beim Auspacken mich anstelle wie der letzte Mensch. Nein, Quatsch. Aber da hast du es gut gemeint mit dem Zukleben. Okay. Mann, ich will auch das Papier behalten. Hallo. Okay, 5 Stunden später. Autsch! Habe ich mich in den Finger geschnitten und das Papier trotzdem zerrissen. Ja, wenn sich das nicht gelohnt hat. Oh, ich habe gesagt, da ist Papier drin. Vielleicht sollte ich ja jetzt nicht unbedingt mit dem Messer rumstochern. Was? Ach Gott, ich bin nicht die Schlauste, was? Moment, ohne. Hier, das Größte. Okay, am Tag. Ich habe das Papier nochmal. Ich kann nur Teile davon treffen. Okay. Hat es aber wirklich sehr gut gemeint. Hase. Meine Güte. Oh. Okay. Ja, ein richtig cooles Pad. Ja, Follow the Rabbit von AB Studios. Und das fand ich so, so cool. Und ich kann euch auch zeigen, warum. Weil es einfach, also ich kenne es, ja. Ich habe es, glaube ich, sogar auch schon. Wie könnte es anders sein? Ich habe echt schon verdammt viel, ja. Aber von Papier kann man sowieso nie genug haben, ne? Also... Und das hier ist so schön. Also erstens, ich finde die Haptik von dem Papier ist richtig gut. Auch die Stärke. Warte mal, ich gucke gerade nochmal, das hier drauf steht. 250er Grammatur. Also das ist schon wirklich so ordentliches Papier. Ja, also nicht hier irgendwie so, keine Ahnung was. So, und dann haben wir halt einmal das. Das ist die Rückseite davon.
so. Also hier das und das ist die Rückseite. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt so meine Welt, beides nicht. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, je nachdem, was man halt macht, kann das richtig, das ist so cool, oder? Kann das richtig cool sein? Oh, wir haben voll Strom. So, hier haben wir mit Kanickel, ne? Kanickelchen muss ja auch sein. Und auch das hier, das finde ich richtig toll. Aber das ist sehr abgeleitet hier von dieser Neuverfilmung, also dieser Realverfilmung, wo auch Johnny Depp den Hutmacher spielt und so weiter. Also das ist schon sehr nah daran angelehnt. Dann hier lauter Uhren und dieses Grün. Das hier ist so cool. Das habe ich auch als Reispapier in groß. Richtig cool. Also A4 ist es, glaube ich, oder ist es sogar A3. Ich weiß es nicht, müsste ich jetzt nachgucken. Ja gut, dann halt hier die Wegweiser, die finde ich ja sowieso so toll. Ja, so von wegen wohin und überhaupt. Was natürlich doof ist, weil es auf diesem so geilen Papier ist. Ne? Also hätten sie mal lieber eine andere Seite da genommen für. Ja, und auch das hier ist super schön. Und hier mit dieser Tiefe dann halt auch. Ne? Ja, und das war's. Und hier hinten so dieser Extra-Cheat, das ist halt diese Rückseite. Das ist ja, hatte ich ja schon mal gesagt, das ist meistens so bei AB Studios. Da haben wir dann halt hier nochmal die Figürchen, die man halt ausschneiden kann. Werde ich wahrscheinlich so nicht nutzen. Ja, weil jetzt zum Beispiel das Kaninchen gefällt mir nicht so 100%. Auch der Hutmacher nicht und so weiter. Aber, ja, wer weiß. Vielleicht verwendet man es doch irgendwann mal. Ne? Schade auf jeden Fall nicht. Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank, ihr Süßen. Ja, und jetzt müssen, jetzt kommt die Qual der Wahl, wie ich hier was miteinander verbinde. Ich würde sagen, ich räume mal wieder zusammen. Grübel noch 5 Stunden gefühlt. Und dann schauen wir mal, was wir zusammenkriegen. Ja, bis gleich.
wir haben fertig. Ja, wie ihr seht, habe ich einiges untergebracht. Also ich habe den Embossing Folder mitgenommen. Ich habe das Papier von der Mili mitgenommen. Klar, unsere süße kleine Ballerina. Achso, ich wollte hier noch ein paar Sternchen draufmalen. Unsere kleine Ballerina, dann hier ist der Hammer. Auch da, ihr seht, es ist nicht perfekt gestempelt, weil, ja, ich weiß nicht warum, weil ich wahrscheinlich wieder zu dämlich war. Zu mir passiert das so öfters. Deswegen benutze ich hier eigentlich am liebsten meine Stempelhilfe. Aber das macht ja nichts, wenn man sie halt mal nicht benutzt und so ein Ergebnis hat. Dann geht man einfach hin, nehmt sich hier einen schwarzen Stift. Das wollte ich euch jetzt. Ich nehme mal hier diesen Memento und dann geht man einfach nochmal vorsichtig über den Stempel. Kein Mensch mehr, dass da mal ein Fehler war. Oder dass es nicht so fein war. So, und dann ist das schon fertig. Wie gesagt, hier ganz gerne noch ein bisschen mehr. Glitzer quasi. Ja, und was habe ich noch verwendet? Ja, und von Kreativdepot habe ich das Körnchen verwendet. Also ich denke, wir haben richtig ordentlich was verwendet für diese Karte. Ich würde jetzt hier oben noch so kleine Zahlen ausstanzen. Und zwar dementsprechend, wie alt jemand ist. Und das Ganze als Geburtstagskarte machen. Da ich aber jetzt noch gar nicht weiß, für wen ich die jetzt nutzen werde. Und ich demzufolge natürlich nicht weiß, wie alt jemand ist. Werde ich das nicht machen. Aber das ist noch so meine Idee, so als Topper. Also dass ich dann hier so Striche zu den Zahlen mache. Und ich habe ja von Tim Holtz so ganz, ganz kleine Mini-Zahlen. Und die würde ich dann halt da reinmachen und so mit so Strichen hier in den Cupcake reinstechen, sodass das halt aussieht wie ein Topper. Ja, so, das war es dann halt für heute. Ich wünsche euch einen wundervollen vierten Advent, einen guten Start in die letzte Woche vor Heiligabend und ja, hoffe, dass ihr dann auch wieder einschaltet. Bis dann! Vierten Advent habe ich hoffentlich gesagt, nicht schon Heiligabend, oder? Ist egal. Also ihr wisst, was ich meine. Also, bis dann. Bleibt gesund.